Statt Kaffeepause hören wir jetzt Frau Bachmann. Der Sprung könnte nicht größer sein, den wir jetzt sehen werden und hören werden. Denn wir hören etwas, das aus der Kunst kommt. Und wenn wir Kunst und Wissenschaft und Wirtschaft und Technik miteinander vergleichen, dann gibt es kaum etwas, das eigentlich weniger Berührungspunkte hat als Kunst mit diesen Gebieten. Aber es gibt dann und wann immer wieder Künstler, die aus ihrem künstlerischen Werden und Erleben und Verstehen, insbesondere der Kunst, ein Künstler versteht ja die Kunst auch erst, wenn er sie eine Zeit lang gemacht hat, die aus diesem Erleben entdecken, dass es da irgendetwas gibt, das transportiert werden kann in die Welt der Wirtschaft, in die Welt des Managements. Und wenn Sie dann tief genug graben, dann kommen Sie zu Ergebnissen, die Sie wirklich transferieren können. Und das ist das, wofür Frau Bachmann im ersten Teil jetzt antritt. Heute Abend erleben wir Sie dann als Künstlerin. Frau Bachmann. Ja, wunderbar. Frau Bachmann. Ich habe gerade das Mikro bekommen von dem anderen. Hallo. Frau Bachmann, den Applaus haben Sie schon bekommen. Sehr schön. Ab morgen sind wir alle agil. Warum das nicht klappt und was vielleicht klappen könnte, darüber würde ich gerne ein bisschen mit Ihnen nachdenken. Damit die digitale Transformation gelingen kann, wollen viele Vorstände und GeschäftsführerInnen, dass ihr Unternehmen möglichst schnell agil wird. Was Sie dabei genau unter agil verstehen, können nur sehr wenige erklären. Es werden aber alle möglichen Methoden verordnet, von Retrospektiven bis hin zu OKR-Meetings. Es hängen dann auch überall bunte Kanban-Boards. Ich schätze, Sie kennen das. Wenn sich aber die Kultur im Unternehmen nicht ändert, dann werden die Menschen genauso weiterarbeiten wie bisher. Sie werden weiterhin Fehler vertuschen, unsinnig dokumentieren, sich kontrollieren und sogenannte Retrospektiven durchführen, also Retrospektiven, die eher einer Status-Reporting-Veranstaltung gleichen, bei der alle versuchen, möglichst gut wegzukommen. Das ist das Spannende an der Transformation. Die tollsten agilen Tools nützen nichts, oftmals verschlimmbessern sie sogar, wenn sie von außen eingeführt werden. Kultur lässt sich nicht verkünden, Kultur lässt sich nicht verordnen. Aber was kann ich tun, um die kulturelle Transformation zu ermöglichen? Und was ist das für ein komisches Gespenst, die Unternehmenskultur? Kultur ist nichts anderes als das Verhalten einer Gruppe über einen bestimmten Zeitraum. Kultur ist das, was als normal angesehen wird. Also auch wir haben hier jetzt eine bestimmte Kultur, wenn ich mich mal umgucke. Wir sprechen über Agilität und sitzen uns. Die Vorträge sind weniger auf Interaktion als auf Frontalunterricht ausgerichtet. Ich sehe nur sehr wenige Frauen und extrem wenig People of Color. Das Durchschnittsalter ist ganz schön hoch, meins auch. Und ich finde, wir sind doch alle ganz schön bürgerlich angezogen, Sie auch. Und heute Abend wird auch kein Hip-Hop-Künstler auftreten, sondern es wird ganz gediegen zugehen. Ich glaube, mit Diversität können wir hier heute nicht glänzen. Wenn wir in dieser Zusammensetzung weiter zusammenarbeiten würden, also zum Beispiel den nächsten Sprint planen würden, und dabei irgendwas Innovatives auf die Beine stellen wollten, dann wäre es sicher sinnvoll, wenn wir uns nicht nur über unsere offensichtlichen Artefakte wie Sitzen und Kleidung mal ein paar Gedanken machen würden. Oftmals ist es für das ungeübte Auge aber gar nicht so einfach zu erkennen, was für eine Kultur gelebt wird. Also, weil es bei der Kultur nicht nur um formelle, also schriftlich festgehaltene Regeln geht, die könnte man ja auch irgendwo nachlesen, sondern vor allem um die informellen Regeln, also die Regeln,
die man nirgendwo findet. Und diese Regeln beschreiben nicht ein einmaliges Improvisieren, sondern das Netzwerk bewährter Trampelpfade, die immer und immer wieder beschritten wurden. Das Besondere an den informellen Regeln ist, dass über sie nicht entschieden wurde. Es sind Gewohnheiten, die sich verfestigt haben. Zum Beispiel, wenn sich unter gleichgestellten Teammitgliedern eine inoffizielle Hierarchie herausgebildet hat. Die informellen Regeln sind aber nicht nur nicht entschieden worden, sie sind auch nicht so richtig greifbar. Es sind Regeln, die wir täglich anwenden, auch wenn uns das größtenteils gar nicht bewusst ist, weil wir Teil des Systems, Teil der Kultur sind. Deshalb können wir sie anderen auch nur ganz schwer erklären. Wenn aber jemand neu in einem Unternehmen ist, werden sie plötzlich sehr sichtbar. Eine neue Auszubildende kennt die Kultur ja noch nicht und macht ständig irgendwas, was den Regeln nicht entspricht. Sie setzt sich zum Beispiel gleich im ersten Meeting auf genau den Platz, auf dem seit Jahren immer der Geschäftsführer sitzt und wird dann an der Reaktion der anderen merken, dass sie auf jeden Fall irgendwie nicht den Erwartungen entsprochen hat. Die sagen das dann nicht unbedingt gleich, reagieren aber so irritiert, dass die Auszubildende merkt, dass sie gegen ein ungeschriebenes Gesetz verstoßen hat. Neue sind immer die Expertinnen der Unternehmenskultur. Das sind immer die Ersten, mit denen ich spreche. Das sind diejenigen, die im Gegensatz zu den anderen noch merken, was merkwürdig, unlogisch oder zeitverschwendend ist. Wenn die Auszubildende dann bei Abläufen, die ihr vollkommen unsinnig erscheinen, wie zum Beispiel das Schreiben 17-seitiger Protokolle, die kein Mensch im Unternehmen liest, fragt, sag mal, warum macht ihr das denn so? Dann bekommt sie ganz oft die Antwort, keine Ahnung, das haben wir immer schon so gemacht. Die kürzeste Definition von Unternehmenskultur ist, das ist halt so. Um die Kultur zu verändern, versuchen Führungskräfte sehr vieles und scheuen dabei auch keine Kosten und Mühen, erarbeiten zusammen mit ihren Mitarbeitenden oder auch alleine ein Idealbild der Unternehmenskultur, entwickeln poetische Leitbilder, veranstalten Werteworkshops, schreiben das dann alles auf ihre Website und hängen Plakate auf. Kurz gesagt, es ist also besonders witzig, weil die Werte, die an den Wänden hängen in den Unternehmen, meist genau die sind, die dem Unternehmen fehlen. Es ändert sich also leider nichts. Was dabei nicht beachtet wird, es existieren ja schon Werte im Unternehmen und diese werden im Gegensatz zu den plakatierten Werten jeden Tag gelebt und das oft schon seit Generationen. Und die lassen sich nicht mal eben und schon gar nicht durch Plakate verändern. Ich höre immer wieder, das liegt alles nur am Mindset. Das mit der Kultur bekommen wir schon hin, da müssen wir einfach mal ein bisschen an den Mindsets arbeiten. Vorstände und Eigentümer kommen oftmals ja von einer strukturierten Ablauforganisation und waren daran gewöhnt, stark hierarchisch zu arbeiten. Da klingt es ja erstmal gar nicht so verkehrt, am eigenen Mindset zu arbeiten, weil die Themen, die so komplex sind heutzutage, kriegen wir ganz sicher ja nur mit einer offenen Haltung hin. Doch wie soll das funktionieren? Wenn ein Projekt nicht gut läuft, wird ganz oft gesagt, du hast nicht das richtige Mindset. Auch wenn eine Mitarbeiterin sich nicht so sehr für die digitale Transformation interessiert, dann hat sie einfach das falsche Mindset und ist dann auch gleich eine nicht so gute Mitarbeiterin wie die mit dem richtigen Mindset. Was ist das eigentlich, das Mindset? Und ist das richtige Mindset etwas, was die Mitarbeitenden mitbringen müssen? Und wenn sie es nicht mitbringen, kann man das lernen oder verordnen? Da schließen sich viele Fragen an. Zunächst einmal ist das Mindset die innere Haltung, die Überzeugung zu verschiedenen Themen, die Lebensphilosophie, die Weltanschauung, die jeder Mensch über viele Jahre entwickelt hat. Kann ich mir anmaßen, die Werte, die Denkweisen anderer Menschen ändern zu wollen, die sie über ihr ganzes Leben aufgebaut haben und die sie jetzt natürlich prägen?
und die sie in vielen Situationen ja auch sicher total gut gebrauchen konnten, sonst hätten sie ja nicht entwickelt. Und wie komme ich überhaupt darauf, dass ich weiß, welches Mindset für die Mitarbeiterin besser wäre? Ist das nicht vollkommen übergriffig und respektlos? Und ist meine Haltung für jemand anderes wirklich besser? Das Mindset einer Mitarbeiterin kann man nicht greifen, weil es in den Bereich Erfahrungswissen fällt. Es ist ein implizites, sogenanntes stilles Wissen, das auf individuellen Erfahrungen, persönlichen Vorstellungen, Emotionen, Werten, Glauben, Idealen, Handlungsroutinen und vor allen Dingen natürlich auch Erinnerungen beruht. Es ist ein an das Individuum gebundenes Wissen, das nur schwer zu übermitteln ist. Aber jetzt mal ganz konkret, ganz praktisch gedacht. Jetzt habe ich ein Unternehmen mit 2000 Leuten, dann habe ich ja auch 2000 individuelle Mindsets. Kann ich denen allen verordnen, dass sie ein gleiches oder ähnliches Mindset haben oder entwickeln sollen, damit dann alle dieselbe Kultur wollen? Macht das Sinn? Menschen wollen doch ihre Mindsets eigentlich gar nicht ändern. Das ist doch Teil ihrer Identität. Oder wollen sie ihr Mindset verändern? Und was mache ich mit denen, die das falsche Mindset haben? Alle rausschmeißen? Und will ich wirklich 2000 gleichgeschaltete Menschen haben? Und wie will ich denn dann auch noch die Diversität im Unternehmen fördern? Und würde bei einem Unternehmen mit so viel Übereinstimmung noch irgendetwas Kreatives rauskommen? Organisationen sind komplexe adaptive Systeme. Es ist vereinfacht zu sagen, die Unternehmenskultur ist das, was aus der Summe von 2000 Einzel-Mindsets entsteht. Es geht weit über die einzelnen Mindsets hinaus. Es geht nicht um die Mindsets als solches, sondern um die Interaktionen zwischen den 2000 Mindsets, die koordiniert werden müssen. Außerdem stellt sich die Frage, ist es wirklich sinnvoll für Veränderungsprozesse vorrangig an den einzelnen Personen anzusetzen? Hängt es wirklich von den Mindsets der einzelnen Teammitgliedern ab, wenn ich mein Unternehmen verändern möchte? Unternehmen konzentrieren sich in Transformationsprozessen meines Erachtens viel zu sehr auf Personen. Der kanadische Soziologe Goffman hat gezeigt, dass nur ein kleiner Teil von dem, wie sich eine Mitarbeiterin in einem Unternehmen verhält, ihr persönlich zugerechnet werden kann. Andere Teile gelten als außen veranlasst. Luhmann erläutert das sogenannte unpersönliche Handeln an dem Beispiel eines Beamten. Er dient zuverlässig Regierungen, die er selbst niemals wählen würde. Aber deswegen wird doch jetzt keiner auf die Idee kommen, ihm vorzuwerfen, als er politisch inkonsistent. Ein und derselbe Mensch verhält sich in der Finanzbehörde ganz anders als in einem agilen Unternehmen wie zum Beispiel Salesforce. Und wenn die Mitarbeiterin dann von der Finanzbehörde zu Salesforce wechselt, also in eine völlig andere Umgebung, verändert sie vermutlich auch ziemlich schnell ihr Verhalten. Aber das liegt im seltensten Fall an den Menschen, die dort arbeiten, mit ihren mitgebrachten Mindsets, sondern an den organisatorischen Strukturen des Unternehmens. Bei Salesforce arbeiten nicht Menschen, die intelligenter oder schneller sind. Salesforce hat aber ganz klar definierte Spielregeln, die die Interaktion zwischen den Teammitgliedern koordinieren. Die Kommunikationsregeln, was passiert, wenn Fehler gemacht werden, dass und wie Bedenken geäußert werden, wie Vorschläge gehört werden, Ziele definiert werden, wie Entscheidungen getroffen werden, welche Produktkonzepte völlig eigenständig ausprobiert werden dürfen und vieles mehr. Wenn ich schon das Mindset nicht direkt verändern kann, kann ich dann wenigstens eine neue Arbeitsweise vorgeben? Dazu gibt es viele Studien. Kommen Sie ruhig rein, ganz gemütlich. Google zum Beispiel hat in einer zweijährigen Forschungsarbeit in seinem Projekt Aristoteles mit 180 Teams untersucht, was der wichtigste Faktor für Leistungssteigerung ist. Also was der Grund dafür ist, dass die Effektivität einiger Teams signifikant über der von anderen liegt.
Dabei wurden viele Faktoren untersucht, zum Beispiel der Bildungshintergrund, unterschiedliche Fertigkeiten, die Zusammensetzung der Teams, ob mehr oder weniger hierarchisch geführt wurde, welchen Einfluss die Persönlichkeitsmerkmale oder auch soziale Beziehungen außerhalb der Arbeitszeit haben und so weiter. Das Ergebnis ist, dass das alles nicht relevant ist. Entscheidend ist vielmehr, wie offen die Teammitglieder miteinander und mit ihrer Führungskraft sind, ob der Umgang respektvoll ist, ob alle zu Wort kommen und ob sie glauben, dass sie ernst genommen werden. Also ob sogenannte psychologische Sicherheit gelebt wird. Neben der psychologischen Sicherheit gab es noch 4 weitere Kriterien, die auch Auswirkungen auf die Effektivität von Teams hatten. Zuverlässigkeit, klare Ziele, persönlich sinnstiftende Arbeit, also ob ich das irgendwie sinnvoll finde, was ich mache, und die Überzeugung, dass die Arbeit eine Wirkung hat. Aber wenn sich die Mitarbeitenden nicht psychologisch sicher fühlten, waren diese Faktoren unwirksam. Psychologische Sicherheit stellte sich als der wesentliche Faktor heraus, der das Fundament für die anderen Faktoren darstellt. Sie hat mit Abstand den größten Einfluss auf die Leistung. Das ist das Ergebnis nicht nur der Google-Forschungsarbeit, sondern von vielen Studien, die in verschiedenen Ländern durchgeführt wurden, zum Beispiel in Unternehmen, Regierungsorganisationen, NGOs, Schulen, Krankenhäusern und Universitäten. Psychologische Sicherheit als Voraussetzung für High Performance ist universell und branchenunabhängig. Psychologische Sicherheit, das klingt doch erst mal gar nicht so kompliziert, oder? Aber wenn Sie jetzt an das letzte Meeting denken, also hatten Sie wirklich das Gefühl, dass alle im Team ganz frei sich getraut hätten zu fragen, kann mir mal jemand helfen, ich kapiere das einfach nicht? Oder ich habe eine ganz andere Sicht auf das Projekt, auch wenn ich weiß, dass das dein Lieblingsprojekt ist, lieber Chef. Was machen wir hier eigentlich? Was ist das Ziel des Projekts? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder, mal ehrlich, für das Projekt wurde viel zu viel Budget berechnet. Außerdem hinken wir total im Zeitplan hinterher. Ich finde es richtig peinlich, wenn wir das morgen so dem Kunden präsentieren. Oder haben die meisten lieber keine Fragen gestellt? Beziehungsweise nur unverfängliche Fragen. Also Fragen, die sie nicht als inkompetent und unsicher aussehen lassen könnten. Fragen, bei denen sie nichts riskieren. Dann haben sie sich wie die meisten Mitarbeitenden für eine Selbstschutzstrategie entschieden. Die Harvard-Professorin Amy Edmondson forscht seit 20 Jahren zu psychologischer Sicherheit. Psychologische Sicherheit beschreibt das Maß der Sicherheit, die Teammitglieder dabei empfinden, unangenehme Wahrheiten auszusprechen, Fehler einzugestehen, Unsicherheiten zeigen zu können und auch vor allem, ob sie in der Lage sind, verrückte und überhaupt noch nicht zu Ende gedachte Ideen in den Raum zu werfen, weil nur so etwas Neues entstehen kann. Sie sind sich sicher, dass sie nicht abgewertet, vorgeführt oder lächerlich gemacht werden. Und, ganz wichtig, dass es keine negativen Konsequenzen für sie hat, wenn sie ihre Führungskraft kritisieren oder ein laufendes Projekt in Frage stellen. Sie können formulieren, dass Meetings, in denen immer die gleichen Menschen immer das Gleiche sagen oder unstrukturierte Ping-Pong-Gespräche führen, Zeitverschwendung für sie sind. Ohne dass sie hinterher nachts sich nagende Sorgen machen, ob die Führungskraft oder das Team jetzt schlecht über sie denken und ohne darüber nachzudenken, ob sie dafür bei beruflichen Chancen benachteiligt werden. Interessant ist dabei, dass psychologische Sicherheit unabhängig von eher unverrückbaren Persönlichkeitsmerkmalen ist. Also ob ein Teammitglied zum Beispiel eher introvertiert oder extrovertiert ist. Die Forschung von Edmondson und anderen hat gezeigt, dass psychologische Sicherheit sich auf Menschen mit verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen ungefähr im gleichen Maß auswirkt. Man könnte also sagen, psychologische Sicherheit ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern ein Merkmal des Arbeitsplatzes. Und was passiert, wenn es keine psychologische Sicherheit im Unternehmen gibt? Wenn psychologische Sicherheit fehlt, dann kommt es zwangsläufig zu
Employee Silence, zum Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schweigen, mit extrem negativen Auswirkungen für das Unternehmen. Die Mitarbeiterinnen haben immer zwei Möglichkeiten, wenn ihnen im Unternehmen was missfällt. Sie können sich äußern oder schweigen. Wenn sie keinen Zustand von psychologischer Sicherheit empfinden, dann entscheiden sie sich oft für den sicheren Weg, für das Schweigen. In einer Studie über das Schweigen am Arbeitsplatz haben Milliken und andere Mitarbeitende dazu befragt, ob sie am Arbeitsplatz ihre Meinung äußern. 85% der Befragten berichteten, dass sie das Gefühl hatten, Bedenken bei ihren Führungskräften nicht ansprechen zu können, auch wenn sie überzeugt waren, dass das Thema total wichtig für das Unternehmen war. Diese Form der zwischenmenschlichen Angst kann man nicht direkt sehen, weil die meisten, also deshalb bemerken die meisten Führungskräfte das auch gar nicht, weil Schweigen kaum auf sich aufmerksam macht. Der Schweigende spricht ja nicht darüber. Schweigen ist einfach unsicher. Es wurde ja noch keiner gekündigt, weil er geschwiegen hat. Das Blöde ist, niemand profitiert von dem Schweigen. Und viele bereuen hinterher, nichts gesagt zu haben, vor allen Dingen in Organisationen, bei denen Fehler, die durch Schweigen verursacht werden, verheerende Auswirkungen haben, weil Menschenleben auf dem Spiel stehen, wie zum Beispiel in Krankenhäusern. Vielleicht kennen Sie das in der Action-Learning-Forschung immer wieder erzählte Beispiel, dass die Kommission, die die Ursachen für den Untergang der Titanic untersuchte, festgestellt hat, dass vor der Fahrt vollkommen klar war, welche Mängel das Schiff hatte, dass aber keiner der Ingenieure sich traute, über die Probleme zu sprechen. Wie kann ich als Führungskraft Sicherheit signalisieren? Für einen Wandel der Kultur gibt es kein Rezept. Psychologische Sicherheit ist nichts, was sich mal eben mit einer Teamentwicklungsmaßnahme herstellen lässt. Das ist oft ein langer Weg, ein dynamischer Prozess, etwas, nach dem man immer weiter streben kann. Man kann aber, wenn man möchte, das ist die große Voraussetzung, sofort anfangen, ganz praktisch Schritt für Schritt Grundlagen für psychologische Sicherheit zu schaffen. Man kann sich zum Beispiel fragen, wie sieht es mit der Fehlerkultur aus und ist mir klar, dass und warum Pseudopartizipation und Double-Bind-Aufträge unter allen Umständen vermieden werden müssen und dass das sogenannte offene Tür-Paradoxon, meine Tür steht immer offen, aber es kommt einfach keiner, ein Kernmerkmal einer Umgebung mit niedriger psychologischer Sicherheit ist. Einer der größten Hebel für psychologische Sicherheit ist, anzufangen, die derzeitigen Feedback-Prozesse zu hinterfragen. Sorge ich dafür, dass die Feedbacks immer in beide Richtungen gehen? Und schaffe ich es beim Aufwärtsfeedback, mich nicht zu rechtfertigen und nicht zu kommentieren, was die Mitarbeitenden sagen, sondern einfach sage, danke, nehme ich mal mit, denke ich drüber nach. Könnt ihr gleich mal eine Abstimmung machen. Ermögliche ich sinnvolle Praktiken, um Ideen und Bedenken abzufragen, wie zum Beispiel durch Fokusrunden, in denen alle explizit dazu gebeten werden, Input zu geben. Du hast uns ja dazu eingeladen, Stefan, neu denken, entscheiden, anders machen. Sie können mit dem Andersmachen also sofort anfangen, wenn Sie Lust haben. Sind wir dann morgen alle agil? Nö. Aber vielleicht einen Schritt weiter. Psychologische Sicherheit ist kein Allheilmittel. Sie ist Voraussetzung und einer der entscheidenden Faktoren für Agilität.